Ja, reden wir zum Schluss noch über den Brexit. In England gibt es ja jetzt doch Neuwahlen im Dezember. Die EU verschiebt den Brexit nochmal, vermutlich auf Ende Januar 2020. Und deshalb ist bei mir jetzt nun die Europa-Expertin Antje Merz. Guten Abend, Frau Merz. Guten Abend, Herr Elzner. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, gemeinsam schaffen wir das. Frau Merz, Sie klingen so ein bisschen wie die... Ja, ich weiß. 14 Jahre Kanzlerschaft, das färbt natürlich auf die Bevölkerung ab. Aber nein, lassen Sie sich nicht täuschen. Denn im Gegensatz zu Frau Merkel bin ich ja eine Europa-Expertin. Ja, genau. Also, die EU wartet beim Brexit nochmals ab. In England gibt es Neuwahlen. Was halten Sie davon? Ich finde das alles falsch. Ich finde das alles falsch, denn man sieht das Naheliegende nicht, den berühmten Wald vor lauter Bäumen. Also ein neues Referendum? Um Gottes Willen, nein. Was dann? Die Königin muss es machen. Die Monarchie, ganz klar. Infrastruktur ist doch alles vorhanden. Palast, Kronjuwelen, Pferde. Ich meine, das britische Volk, das hält sich ja eine Monarchie, sagen wir, für Notfälle. Eine volkseigene Monarchie und das bei artgerechter Haltung, also vorbildlich, da könnte mancher Biobauer noch was lernen. Aber die Monarchie, die muss jetzt auch mal ran, denn es ist Notfall. Aber Großbritannien ist doch eine parlamentarische Monarchie. Ja, aber schauen Sie sich das Parlament doch mal an. Das ist kein Unter- und Oberhaus, sondern ein Drunter- und Drüberhaus. Ja? Also wirklich, das ist ja politisches Kammerflimmern, möchte ich sagen an dieser Stelle. Nein, so ist der Brexit nicht zu schaffen. Es braucht endlich Klarheit für alle Beteiligten. Deshalb absolute Monarchie. Die Königin müsste, wie Ludwig XIV. Sagen, ich bin das Volk. So hätte sie die absolute Mehrheit und könnte Großbritannien zügig aus der EU führen und das majestätisch und mit Würde. Also ohne Abkommen? Nein, mit Würde, habe ich gesagt. Ja, aber ich meine, ohne Abkommen, das ist doch völlig... Ja, was soll das für ein Abkommen sein? Ein vom rechten Weg Abkommen? Nein, sicher nicht. Ja, aber dann muss die Königin ja eigentlich dann alles, quasi jede Kleinigkeit frisch aushandeln. Die Königin? Verhandeln? Nein. Aber die Wirtschaft? Ich meine, dafür gibt es Handelskriege, ganz handfest. Also Sie meinen mit Strafzöllen? Nein, ganz normal mit Gewalt. Wir müssen zurück zur Normalität, wir müssen zurück zu Bewährtem. Also zu Krieg? Also ich nenne es höhere Gewalt. Ja, schauen Sie, die Welt ist ja viel zu komplex. Inzwischen. Die Welt von heute ist viel zu komplex. Demokratie kann das nicht lösen. Demokratie muss ganz neu erkämpft werden für die Welt von morgen. Mit Krieg? Ja, ja. Einer muss halt mal anfangen. Ja? Und nein. Nein, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Deutschland kann es jetzt nicht schon wieder machen. Die Queen könnte, ja, die könnte die königliche Flotte in den Ärmelkanal, sozusagen aus dem königlichen Ärmel schütteln, ja, um es mal ganz salopp zu sagen. Es ist ja so, am Anfang braucht es immer ein gedemütigtes Volk, das seine Würde zurück will. Und da eignet sich England diesmal ganz gut. Also, und wie die EU dann reagiert, das muss man sehen. Ne? Bricht sie sofort auseinander oder erst nach Einmischung von China? Oder erzwingt die Türkei vielleicht einen EU-Beitritt auf militärische Weise, vielleicht zusammen mit der Ukraine? Und wie reagiert dann Russland? Das ist alles noch nicht im Einzelnen klar. Aber erstmal muss es krachen. Na? Und wenn dann alles kaputt ist, dann kann man sich wieder gemeinsam an einen Tisch setzen. Gewinner, Verlierer, weil man ja muss. Und dann herrscht ein Klima, wo Demokratie wieder zwingend werden kann. Aber Frau Merz, es klingt ja furchtbar. Ja, gut. Aber was wäre die Alternative? Ja? Dass sich jetzt schon alle an einen Tisch setzen, ganz ohne populistisches Geschrei, vernünftig miteinander reden, lösungsorientiert, zum Wohle aller Völker, weniger gewinnorientiert, das Komplexe im Blick, die Herausforderungen annehmen, ernsthafte Friedensbemühungen, echte Diplomatie, Begegnung auf Augenhöhe und dazu trockene Berichterstattung mit komplizierten Analysen. Kann man das wirklich wollen? Das frage ich Sie und ich erwarte keine Antwort. Vielen Dank, Antje Merz.